Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Transim World 3. Wir sind mit der S9 unterwegs und bedienen die. Gut, es ist wieder mal stockfinster. Dann einmal den hier, den nach vorne lösen. Genau, den machen wir an. Wunderbar. Hier vorne ist gerade noch rot. Und wir dürfen nicht überfahren. Okay. Ja gut, das ist... So, hier noch. So. Ja, jetzt sind wir mal hier. Okay, noch ein wenig weiter nach vorne. Jetzt sind wir doch noch ein klein wenig zu weit hinten. So, anhalten. So, warten Sie, bis der Zug Sie passiert hat. Okay, ja gut, dann sei es so. Können wir auch nichts dafür. Ja, und wie geht's euch so? Habt ihr eine schöne Zeit? Ich bin jetzt ja fleißig ein klein wenig hier für Transim World 3 am Voraus zu produzieren, weil es kommen wieder fleißig neue Games raus, und damit ich da nicht alles immer zeitnah aufnehmen muss, weil das gibt einfach mehr Stress, bin ich lieber einer, der mal ein wenig größer voraus aufnimmt und dann zack, zack, zack schon mal auflädt auf YouTube und dann einfach nur freischaltet, wenn es dann kommen soll. Ja, wir haben danach noch 4 Szenarien mit dem RABE 523. Die nächste Mission soll eine schwierige Mission sein. Also von der Anzeige im Hauptmenü gibt es da so verschiedene Punkte. Bis jetzt haben wir immer nur so 2 grüne gepunktete Szenarien gehabt. Und das nächste ist dann, glaube ich, 4 oder 5 von 6. Also eine orange Mission, oder Szenario besser gesagt. Gut. Und es hat auch uns grün angezeigt. Wunderbar. Dann kurz hornen, damit sie wissen, okay, der ist da unterwegs. So, einmal über die Brücke und dann in das Stammnetz. Liebe Fahrgäste, nächster Halt Luzern Gleis 5. Wir bedanken uns für Ihre Mitfahrt und verabschieden uns von Ihnen. Bitte beim Aussteigen nichts vergessen. Vielen Dank und einen schönen Tag noch. Ja, freundlich muss man sein. Gut, jetzt machen wir da ein wenig Tempo. Ja. Dann werden wir uns ja mal um dieses Szenario uns freudigst kümmern, was die uns da ja vorgefertigt haben, was wir bearbeiten sollen. Weil mich nimmt es immer Wunder, so bei gewissen Szenarien, da kann man wirklich fast schon sagen, du weißt, okay, wenn du jetzt keinen weiteren Zug irgendwo siehst, dann ist der eigentlich nur gescriptet bis zum nächsten Punkt gefahren, wo er despawnen kann. Und das finde ich eigentlich nicht so immersiv. Ich habe in Train Simulator vereinzelt Missionen kreiert. Und das war eine historische Fahrt mit dem österreichischen Krokodil, ein paar, ich meine, Donnerbüchsen hießen die, aber die österreichische Variante. Und habe da einfach, jetzt muss ich da kurz
das vorbereiten, genau. Habe dann den in Lindau starten gelassen. Also es war Lindau St. Anton, die Route. Und okay, zuerst mal war Turbo von Schweizer Seite her Einfahrt im Gleis 1 und 2 mit dem Intercity, meinte ich, oder Interregio, einen von beiden. Gleichzeitig Dieseltriebwagen von Deutschland, von der Dieselstrecke her, dann von Österreich Intercity. Wenn der einfährt und Turbo abgefahren ist, historischer Zug raus, fahren, dann aber parallel schon wieder der Interregio, ein anderer Zug, wo ich in Lindau für Österreich stationiert hat, musste den historischen Zug überholen bis Bregenz. In Bregenz hatte er wieder einen kleinen längeren Aufenthalt. Dort musste der historische Zug halten, bis der wieder abfährt. Und so und so und so weiter habe ich das gespannt. Und das war so ein Krampf, weil im Erstellungsmenü, wenn du da vorgespult hast, hat es immer anders abgespult, als es dann im Szenario war. Und das war wirklich so ein ungeheurer Krampf, zum überhaupt irgendein Szenario zu erstellen. So, hier war doch meistens 30. So. Ja, schöne Winterlandschaft haben wir hier. Und das war dann so komplex. Und dann war es noch Güterzüge, waren auch noch. Dann war Rangierfahrt. Also das heißt, wenn man länger warten musste, war nebenbei einfach auf den Bahnhöfen so mal Rangierfahrt dort nach dort, über dort. Und also ich habe mich da, das war Hirnsport des Gröbsten, wenn du versucht hast, wirklich komplexere Sachen zu machen. Also daher habe ich dann schnell herausgefunden, weshalb sehr viele Szenarien, Missionen, Kampagnen, wie auch immer man sie genannt hat, so unfassbar schwierig und eigentlich auch simpel gestaltet wurden. Also das ist unfassbar, wie das einfach manchmal überhaupt nicht mehr funktioniert hat. Also so gar nicht. Und manchmal habe ich dann wirklich so, okay, ich fahre nur bis dahin, mache einen Teil 1, mache einen Teil 2, weil es hat irgendwann einfach nicht mehr von A bis Z gestummen mit den Zeiten. Ich musste manchmal Tage vorspulen im Erstellung, dass ich dann eigentlich nur ein paar Minuten bzw. Stunden dementsprechend die Fahrzeuge an Position hatte. Und ich habe jetzt einen verdammten Falter hier drin. Ich sagte, wenn der mir hier irgendwo hier rumflattert, also natürlich, der ist heute, wenn ich schlafen gehe, nicht mehr drin. Nein, war falsch. Also. Eigentlich. Ich hasse so Kleintiere bei mir. So, haben wir. So. So, dann pack. So, dann setzen wir uns um. Also, nicht so hektisch. So. Nicht. Es betrifft nur den vorderen Wagen. Okay. Das ist jetzt nicht gerade so, wie ich es mir erhoffen würde. Aber der Burger auf der Werbung sah nice aus. So.
Den machen wir an. Die Parkbänke sie aus. Den machen wir so. Den machen wir so. Dann einmal beide verriegeln. So. Den mache ich noch auf 30, weil das ist sowieso hier vorne dann die Geschwindigkeit. Wartet mal. Augenblick. Gut, Viech hat ein Ableben und ich musste es jetzt gerade, weil es sah aus wie ein Muttertier, das Eier legen konnte, und ich habe hier oben über den Bildschirm noch einen, Alter, das muss ein Stink, Alter, das stinkt, das Viech, aber es ist kein Stinkkäfer, aber Alter, der stinkt. Nein, ich habe dort oben das Brett für die Vorhänge und dort hat es zwischen Decke und Brett ein minimaler Spalt, und wenn er mich dort reinkriegt und Eier legt, dann habe ich das Geschenk. Deshalb muss ich jetzt gerade interagieren, weil ganz ehrlich, das... Nein, das kann ich echt nicht gebrauchen in meiner Wohnung. Irgendwann muss ich mal wirklich so Gitter kaufen, die, also so Fliegen, Insektengitter. Aber das ist einfach nervig, wenn immer so, wenn man im Dunkeln dann aufnimmt, heller Raum zieht das Ganze an. Und im Sommer muss einfach die Fenster offen haben, weil das Setup heizt einfach den Raum auf. So ist es. Und das macht dann nur noch bedingt wirklich Freude, wenn du dann dich wie in einer Sauna schwitzend hier vor den Zuschauern unterhalten musst und auch irgendwie eine Performance abliefern willst, aber dann einfach tot schwitzt. Und deshalb muss ich Fenster offen lassen. So. Dann noch schön abbremsen im vorderen Teil. So. Passt. Abbremsen und Führerstand wechseln. Da. Dann den. Gehen und wo ist er? Alter. Ach, der ist noch nicht. Okay. Dann hätten wir es. Die erste Klasse verlassen wir. WC und da. Also sein Rennstil würde ich gerne haben. Okay, dann wieder aufrüsten. Dann das und wir kuppeln die Wagen an. Ganz schön Arbeit hier auf einmal. Was? An! Alter, dieses... Wie ich das hasse.
Wie ich das hasse. Also wir sehen uns, sobald wir wieder im Depot sehen. Alter, das war Mist. Yep. Ja, herzlich willkommen zurück. Ich bin schon wieder hier. Ja, so. Stellweg mal kontaktieren und wir haben die Erlaubnis. Dann können wir. Dann kuppeln wir mal an. Und jetzt, ich hätte einfach kurz fragen sollen im Stellwerk, ob die Trasse frei ist. Dann hätte ich das nicht nochmals nachspielen müssen. Nun ja, wie ihr seht, Lernkurve wird kommen. Es wird mit jeder Mission wahrscheinlich immer besser werden. Aber wahrscheinlich wird es auch manchmal gefühlt nur Verzweiflung geben. Aber ich bin mega happy über das Projekt. Einfach das einfach so ein klein wenig so nebenbei zu machen, ohne sich verpflichtet zu fühlen, das wirklich jedes Wochenende rauszubringen, sondern wenn andere Games anstehen und es stehen viele Games an, auch ältere, die schon lange, lange, lange veröffentlicht sind, werden noch kommen. Also Dragon Age Saga, Mass Effect Saga. So, jetzt aber bitte, bitte. Und dann war nochmals. Es war nochmals ein Game, das ich im Kopf hatte. So. So, und dann. Ja, ich habe die doch angekuppelt. So. Nochmals ein wenig andrücken. So, Abrüsten des Führerstandes. Wir setzen die Bremse. Die ist auf 0. Der aus. Der geparkt. Der aus. Und so. Dann geht's. Jupp. Jupp. Guten Tag. Alter. Zuerst aufsteigen lassen, dann einsteigen. So wird's gemacht. Nicht einfach reindrängeln. Ja, das dauert dann einfach viel zu lange. So. Und zu. Würdest du? Vielen Dank. Also das, dann das, vorne, lösen, so, entriegeln. Und dann vermute ich, müssen wir. Ich möchte da eigentlich. Es geht. Clear. Verriegeln. Irgendwie will der nicht. Okay. Jo. So, Immenbrück Gleis 1. So, der. Das wäre jetzt aber wie komisch, wenn ich jetzt mit 80 über da die engen Kurven bzw. Weichen fahren würde. 40 würde ich ja noch verstehen. So, ja, 40 ist auch erlaubt. Nein.
eigentlich wollte ich da noch die S1 eintragen nach Sursee, aber das wollte jetzt nicht. Ja dann. Fleißig wird weitergefahren. Da muss jetzt noch der Zug rüber und dann kann ich auch die Beschleunigung freigeben. Na? Immer noch nicht. So, jetzt. Gut. Ist er gerade ein wenig am Schliefern? So. Ein wenig mit Sand nachgeholfen. Schön, wenn das so einfach geht. Und stimmt, jetzt muss ich einen wenig längeren Bremsweg noch einrechnen. Also würde ich da sagen, so. Ja, roundabout 2 Kilometer muss ich da abbremsen. Weil ansonsten schieße ich wahrscheinlich ziemlich grob über das Ziel hinaus. Gut, jetzt sind es noch 2,7, also sieht gut aus bis jetzt. Wunderbar. 2,6 sind es 40. 2,1 müssen wir halten. Okay. Da sehen wir ja schon, dass wir da runtergehen müssen. So. Jetzt mache ich schon mal eine leichte Bremsung hinein. Na, eigentlich kann ich schon noch ein klein wenig damit warten. Ach, hier geht es noch nach unten. Stimmt. Von da kamen wir und jetzt gehen wir da auf der S1 entlang. So. Ja, da kann es durchaus weniger werden. Falsche Taste. So. Ja, ein klein wenig verspätet. Das dürfte jetzt einfach wegen dem Rangieren noch sein. Da hätte ich durchaus noch mit ein wenig mehr Tempo fahren dürfen. So. Ja, das mit dem 40, das ist gerade so auf den Haltepunkt, wo die dann einsetzen. Ich mache jetzt nicht nochmals schnell und dann wieder abbremsen. Das ist. Ja. Jetzt schaue ich überall schon nach, ob es weitere Viecher drin hat. Ah, das ist. Ja, das elendige Leid eines kleinen, noch unbedeuteten YouTubers und Streamers. Dass ich da mich mit ungeheuerlich weltlichen Sachen nerven muss. So, da. Ja, geht doch. So.
Gut, das hätten wir. Gut. Das hätten wir eigentlich soweit schon in Ordnung. Dann muss ich nur noch verriegeln, dann kann der ganz schön gut vorfahren. Keine Ahnung, was das war. Keine Ahnung. Jo. Nämlich Wunder, ich vermute ja mal, wir müssen bis zur See fahren. Das dürfte so wahrscheinlich der Klassiker sein. Einmal verriegeln. So. So. Gut, dann wieder auf die Hälfte. Und dann geht's da im weißen Wunderland schön Richtung Sursee. Kommt ein Gegenzug, wunderbar. Ach, Friends in World ist wirklich so eine richtig geile Neukonstruktion von Train Simulator, wo wirklich Bock und Laune macht. Vor allem werde ich hoffentlich mal einen riesen Spaß haben noch mit den Dampflokomotiven. Da haben sie ja von den britischen Linien ja ein paar wunderbare Exemplare. Natürlich würde ich mir als Schweizer wirklich so Dampflokomotiven von kleinen Schweizer Nebenbahnen oder ja, sagen wir auch sogar von Museumsbahnen wie den DVZ oder die Gotthard-Dampflokomotive C56 oder die Schnellzuglokomotive von der SBB A35 eigentlich auch extrem gut gefallen und natürlich auch die ganze historische Palette. Da hätten wir in der Schweiz nicht nur Routen wie Sand am Meer, nein, wir hätten auch noch historische oder moderne Fahrzeuge, dass es fegt. Und was natürlich, das wäre wirklich jetzt das oberste, allerobersten Zückerchen, was man mir geben könnte für den Train Sim World 3, wäre eine Museumsbahn. Und zwar die DFB. Also Dampfbahn Furka Bergstrecke, Zahnradlokomotiven. Zahnradbahn hat es meines Wissens nach noch für keinen Train Simulator und Train Sim World gegeben. Nicht als Mod, nicht als DLC, gar nichts bis jetzt dergleichen. Und das wäre so ein geiles Stückchen, vor allem mit DFB, die ja noch Lokomotiven von Vietnam zurückgebracht haben, wieder in die Schweiz. Mit deren Gestänge, Zahnradgestänge, das dann wirklich Zahn um Zahn einfügt und passt und macht und tut. Das wäre so ein geiles Träumchen, wenn das realisierbar wäre. Das wäre natürlich ein DLC, das gut einen Vollpreistitel haben könnten, werden tun, aber es wäre auch wirklich sowas Modernes, Neues, Uniques, wo man, das war jetzt doch ein klein wenig zu
Das war nicht also, nein. Das kostet jetzt wieder Zeit. Genau. Dann vorziehen. Das war wirklich der Fehler, wirklich in die Notbremse noch zu gehen. So. So. Und dann halten, 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 halten. Gut, wird entriegelt. Den geben wir Vollgas, dass wir da gerade wieder schön Vollgas geben können, weiterfahren Richtung Sursee. Aber eben nochmals zurück. Zahnradbahn wäre sowas von geil. Oder eine Weltkulturerbe-Panoramastrecke, also gut, Panoramastrecke sei dahingestellt, aber eine bauliche Meisterleistung, die Darjeeling Himalaya, also ich meinte, es wäre Himalaya Schmalspurbahn mit den kleinen Lokomotiven, wo die Leute oben drauf, hinten drauf, neben drauf, gefühlt überall drauf waren und auch mit Diesellokomotiven fuhren die, das wäre genauso. Und die Schienen sind einfach so, es wäre einfach so, ja, man könnte schon sagen, Feldbahn-Vibe kommt ein wenig rüber. Es ist keine Feldbahn, aber so von den unebenen Schienen, dem ruckelnden Zuckeln, und das wären einfach so Träumchen. So, geben wir nur mal die Hälfte drauf. Dann kommt das auch besser mit dem Beschleunigen. Und die Beschleunigung ist auch mehr als zufriedenstellend, auch mit dem. Ja, passt doch. So, Senkbach, Neuenkirch, Gleis 2. Ja, ich vermute schon, dass wir bis nach Sursee fahren müssen. So, grünes Signal, das gefällt uns immer gut. Ja, dann können wir wirklich Gas geben und auch auf dem Gas bleiben. Ja, was wären eure Wunschrouten, die in Trainsim World mal verewigt werden sollten? Also bei mir wäre es wirklich so die Museumsstrecke des DVZOs. Das wären dann vor allem so für, es wäre eine kleine, 45 Kilometer, und die haben 5, 6, 7 Dampflokomotiven, eine alte Elektrolokomotive, dann 2 bis 3 Diesel-elektrische und elektrische Rangierlokomotiven, ich glaube, es 1, 2 reine Diesellokomotiven. So, runter. Da, ach, das würde sogar noch mehr werden, okay. Das sagen wir nicht nein. Dann eben DFB, Dampfbahn vor Kabergstrecke. Dann würde ich mir so den ZVV-Bereich wünschen. Das kann auch wirklich ein riesen DLC sein, wo man ja auch gut über 100 Schweizer Franken, über 100 Euro ausgeben kann. Das einfach aus dem Grund, wenn du den ganzen Kanton Zürich kriegst dafür, dann hast du so
Erstens mal kannst du mit weiteren DLCs einen verdammten großen Fuhrpark machen, um extrem viel Content reinzumachen. Also da hast du Intercity, Interregio, da hast du Dutzende von S-Bahnen, da hättest du auch über verschiedenste Generationen hinweg von Triebfahrzeugen, Lokomotiven, von Wagen, von Garnituren, von Events, könntest du so viel machen. Das wäre unfassbar, wenn sie das würden realisieren. Aber natürlich ist schon nur allein der Bahnhof Zürich je nachdem ein ziemlich Performance-Esser. Also das dürfte dann ein DLC sein, wo wirklich ziemlich Leistung gefordert werden würde. Das war jetzt nicht wieder das Ziel. Aber nun gut. So. Entriegel. Dann mache ich mal hier. Dann ist der. Da kann ich wieder die Leistung mal auf 5 machen. Und sobald wieder die Tür zu ist, fahren wir weiter. Dürften ja nicht mehr allzu viele Kilometer sein. Was ich auch gerne mal würde haben, es gibt ja da die Wiener und Münchner Tramsim. Wenn es eine Tramsim für die Stadt Zürich gibt, weil die hat auch eine sehr lange historische Geschichte, hätte extremst viele Möglichkeiten an Linien, Routen, statt auch so ganz klitzekleine U-Bahn-Teilanlehnungen gibt es. Das wäre so. Das wäre auch ziemlich geil, wenn sie das realisieren könnten. Natürlich wäre das mit Simulation von Straßenverkehr, mit Tram, verschiedene Tramgattungen, Tramhistorie. Dann das riesen Tramnetz der Stadt Zürich, und wenn man dann noch die, Glattalbahn dazu nimmt, dann ist man, I guess, Schlieren? Also schon fast Aargau, also von Kanton Zürich in Kanton Aargau schon fast gefahren. Das wäre. Das ist, da könnte man ziemlich vielen eine ziemlich große Freude machen. Gut, jetzt ist dann Sursee. Okay, dann sind wir auch schon gleich da. Und dann mache ich auch für heute Schluss. Ich möchte die Folge noch rendern, machen, tun. Dann möchte ich den Rechner runterfahren, dass der wieder mal ein wenig abkühlt. Und dann möchte ich mich gemütlich in mein Bett kuscheln und eine Runde schlafen, wenn es schon kühler draußen ist als am Tage. Soll es man ja auch ausnutzen. Nicht einnutzen, sondern ausnutzen. Genau. Und ja, ich hoffe, es ist dann auch schon das Ende der Mission. Nochmals zurückfahren, kann man machen. Ich fände es jetzt gerade so einen schönen Abschluss, wenn wir in Sursee das Ende hätten. Ja, wunderbar. Es sind noch 5,5 Kilometer etwa. Mit 160 rasen wir durch den Kanton Luzern Richtung. Ganz ehrlich, ich müsste mal nachschauen,
Aber wenn der so einen Bogen macht, Luzern, dann wäre es Richtung Innerschweiz. Und wahrscheinlich, wenn er Richtung Innerschweiz geht, geht er über Goldau Richtung Zug, müsste das dann sein. Also entweder Art Goldau und dann weiter Richtung Erstfeld Tessin. Oder er knickt ein und geht dann Richtung Zug. Das wären doch die. Und dann gibt es nochmals eine Streckenabzweigung, wo vor allem jetzt der Voralpen-Express fährt und der geht dann irgendwo in St. Gallische hinein. Also Richtung Wiel, Utz, nein, nicht Wiel, Wiel, er fährt schon weiter oben ab bei Utzwil, biegt da, meinte ich, ab und geht dann auf die Trasse Richtung Innerschweiz, muss aber dann, also ich habe das Streckennetz von der Schweiz so einen Knoten jetzt gerade bei der Vorstellung. Wenn er in Utzwil abzweigt, dann muss er zuerst, meinte ich, Richtung Rapperswil, oder kann er hinten durch? Utzwil ist hier, St. Gallen ist da, St. Gallen würde entweder so oder so fahren. So. Hier. Ich wollte stark bremsen, aber ich habe jetzt nicht realisiert, dass ich schon wieder in der Notbremse war. So. Ach, löst schon gerade. Ja, wunderbar. Da muss ich noch... bitte was? So. Jetzt bring's mal. So. Fährt er einfach noch zurück? Gibt's doch nicht. So. Gut, bis vorne dann anhalten. Also das sieht eher nach einem Zug aus, der dann weiterfahren würde. Und dann denke ich, sind wir auch am Ende. Aber das sehen wir jetzt dann gleich. So. Gut, Zursee, wir halten. Und passt. Dann entriegeln. Und dann schauen wir mal, ob wir am Ende sind, ob wir weiterfahren müssen. Und mich nimmt es natürlich ganz wunder in den Kommentaren, was ihr für Wünsche hättet, was für Strecken, Lokomotiven für euch noch fehlen, was eure Wünsche sind. Ja. Dum, 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 dum. Jo, dann warten wir. Fahrgäste, ihr könntet ruhig das ein wenig beschleunigen. Dann hätte ich da nicht so große Wartezeiten. So, wir verriegeln. So, wir haben es geschafft. Also, liebe Freunde, vielen Dank fürs Einschalten bei Let's Play Train Sim World 3. Und schaltet auch wieder das nächste Mal ein, wenn es wieder heißt Let's Play Train Sim World 3.
Mit dem RABE 523 mit dem nächsten Szenario. Ja, bis dann und tschüss!